Good evening, Austria. Guten Abend, Österreich. Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Wiener Rathaus. Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zur offiziellen Eröffnungsfeierlichkeit zum Eurovision Song Contest 2015, zur Opening Ceremony. In der kommenden Woche ist die Stadt Wien ganz im Zeichen des größten Musikwettbewerbes der Welt. Und traditionsgemäß ist es auch heuer so, dass der amtierende Bürgermeister die Künstler und Künstlerinnen persönlich willkommen heißt. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen, was sich hier bei der Opening Ceremony im Festsaal des Rathauses abgespielt hat und hat ja schon heute Vormittag begonnen mit einer Matinee Opera meets Pop. Und Sie sehen natürlich die Highlights vom Red Carpet. Der, ja, durchaus auch gesäumt, war nicht ganz so voll wie gestern Abend beim Liveball natürlich, aber Fans aus ganz Österreich und auch ganz Europa. Die Künstlerinnen und Künstler kommen mit Bussen der Wiener Linie. Conchita. Fährt sonst mit dem 13er wahrscheinlich. Und Fans will aus der ganzen Welt. Ich liebe Red Carpet. Und das ist sie mittlerweile gewohnt. Autos, die hier fahren, sind Elektroautos, ein Green Event, das sind die Dänen. Und auch Treinti Osterhaus aus den Niederlanden und die Litauer fahren mit dem Bus. Das ist noch von gestern, vom Liveball. Alles in Gold. Nein, das sind die Israeli. Nadav Getsch und seine Golden Boys. Gerade erst mal 16 Jahre. Die Fans kommen heute nicht nur aus Europa, nicht nur aus Australien, sie kommen auch aus Südafrika. Hi, nice to meet you. Guten Tag, Kati, how are you? Fine, thank you. Kitte Kati. Ja, die haben sie alle schick gemacht. Auch eine der Top-Favoriten, Estland, Stig und Elina. Mal schauen, ob die Favoritenrolle hält. Bei den Proben haben ja manche abgebissen, andere sind zu Favoriten geworden. Polen kommt hier mit Maria. Monika Kuszynska aus Polen ist die nächste. Witaj, jak się masz? Oh, dziękuję. Thank you. I'm fine. Wer hat jetzt recht? Der Andi, der dazu redet, oder der Andi, der gerade im Bild? Nein, dein Bildler hat immer recht. Monika heißt die Dame aus Polen. Man kommt ein bisschen durcheinander. Die Make-Makes, gesäumt von den offiziellen Verantwortlichen beim Song Contest, Edgar Böhm, Executive Producer, EBU-Chef Jon Ola Sand und Christian Oksanic, Stadtrat von Wien, mit den österreichischen Buben. Er hat schon so viele Song Contests gesehen, aber was ist speziell an unserem? Well, first of all, it's very well organized. I think this is one of the, you know, best organized Eurovision I've ever attended. Yes, absolutely. And then the Austrians are great hosts. You can feel it everywhere in the city and I'm sure in the whole country. We feel very welcomed and it's a great pleasure being here. Wir sind großartige Gastgeber, hat er gesagt. Einer der besten Song Contests, bei dem er je war. Das sagt er jedes Jahr, aber ich habe ihn off records gefragt und da hat er genau dasselbe gesagt. Also ganz ehrlich, die Kommentatorenkollegen, und die sind ja wirklich nicht verdächtig, besonders zu schleimen, haben gemeint, es passt wirklich hier, es passt alles. Und was man oft hört, Österreich, wir sind so gründlich wie die Nordländer im Organisieren, aber nicht so kühl. Wir haben die Herzlichkeit und Freundlichkeit, die man im Süden gewohnt ist, zu spüren bekommt, zumindest vom Klischee. Und dann wurden es immer mehr. Im Laufe des Frühabends hier auf dem Rathausplatz in Wien. Ich habe gehört, hallo Alice, Arabella und Miriam, auch die Eurovision-Hosts werden singen, oder? Stimmt das? Oder stimmt das nicht? Das ist ein böses Gerücht, glaube ich. Schauen wir mal. Kein ganzes Lied. Nein, nein, so viel hat man uns dann doch nicht zugetraut, aber wir wollten unsere wunderschönen Stimmen doch hören lassen. Wollten wir das? Wollten also, wir das? Muss sie hören. Ich würde es nicht bestätigen, aber ich würde bei dieser Show prinzipiell nichts ausschließen. So, Contest ist für alles gut. Kostüme und großartige Stimmen, wenn das so zusammenpasst wie bei Serbien, dann haben wir das sehr gern. Bojana Stamenov liebt großartige Outfits und hat eine Stimme, die wird sie schlicht umhauen. Schauen Sie sich das an. Erstes Semifinale Dienstag, zweites Semifinale Donnerstag und die ist ganz sicher auch im Finale mit dabei. San Marino und die zwei da am Foto stehen da. Auch sehr jung,
beide gerade erst 16 geworden. Gerade erst alt genug, um beim Song Contest mitzumachen. Michele und Anita werden heuer San Marino vertreten. Nach seid ihr schon im Song Contest Fieber alle miteinander? Yeah! Musikantinnen und Musikanten vom Konservatorium der Stadt Wien spielen ja eine Melodie, die wir alle kennen und die uns vielleicht auch ein bisschen wehmütig macht. Sicherie. Da war sie noch nicht auf der Welt. Anne-Sophie aus Deutschland. Die wird immer besser, muss man sagen. Probe um Probe immer besser. Und die hat so richtig Spaß. Mittlerweile. Ist es wahr, dass du die Make-Max besonders gerne magst? Ja, die Make-Max finde ich richtig cool. Ich war ja letzte Woche in Salzburg. Genau, da haben sie mir Salzburg gezeigt. Und wir haben dann auch I'm Yours zusammengesungen im Duett. Und das lief super gut. Aber nicht nur musikalisch, sondern du findest die Jungs eigentlich scharf, wie man so sagt. Ist das richtig? Also irgendwie finde ich alle scharf. Höre ich irgendwie überall. Findest du den scharf, den scharf? Ja, und du hast gesagt. Klar sind die auch scharf. Make-Max sind super scharf. Obwohl sie manchmal ein bisschen verschwommen wirken. Also sehr gechillt. Die wissen ja zum Teil wirklich nicht, wo sie sind. Die österreichische Delegation ist als letzte Delegation in Österreich angekommen. Sie haben schon irgendwas mitbekommen, außer dieser vollkommen verrückten Veranstaltung schon mal hier. Irrsinnig viel los. Was habt ihr jetzt vom Song Contest in Österreich schon mitbekommen? Da wurdelt schon überall ganz gewaltig. Also irgendwie der Song Contest-Vibe ist schon zu spüren auf jeden Fall. Die waren auf riesengroßer Promotour. Gestern Abend erst angekommen, heute erste Probe. Aber das ist wahrscheinlich eh das Beste, wenn man die Nerven bewahrt und tanzt. So ist der Song Contest. Die israelische Delegation jedenfalls die tanzfreudigste. Und das ist die bunteste Delegation des heutigen Abends, Eleonor Andrade aus Portugal. Und barfuß auf die Bühne und auch hierher geht Maria Olavs. Und nein, das ist nicht vom Liveball gestern, das ist Moldawien. Für alle Lack-, Leder- und SM-Freunde eine sichere Wahl. Song Contest. And I'm yours. Ja, da kommen schon eine ganze Menge Leute zusammen bei 40 Delegationen aus ganz Europa, die hier gemeinsam feiern. Begonnen haben die Feierlichkeiten ja schon heute Vormittag bei einer ganz besonderen Matinee. Genau, Pop meets Opera. So ist der Name der Matinee, bei der unter anderem Conchita mit internationalen Opernstars gemeinsam auf der Bühne gestanden ist. Und jetzt sehen Sie die Highlights daraus. Staatsoper statt Stadthalle. Nicht nur für die irische Song Contest-Teilnehmerin Molly Sterling. Heute Vormittag kam es als Auftakt zur Song Contest-Woche zum Gipfeltreffen. Pop meets Opera. Diese Idee, die hier die Staatsoper gemeinsam mit dem ORF geboren hat, ist eine fantastische. Nämlich einen Crossover zu machen und die Superstars der Klassik gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern des Song Contests auftreten zu lassen, das gab es vorher auch nicht. Also das ist so eine Eigenschaft Österreichs, eigentlich Brücken zu bauen. Insofern ist der Slogan ja sehr gut. Und heute wird die Brücke zwischen Pop und Oper, E und U versucht zu bauen. Wir hoffen, dass sie nicht einbricht, dass sie statisch trägt. Ich sehe nur glückliche Gesichter, die hineinkommen, sehr unterschiedliche. Nicht unser Stammpublikum. Es ist doch ein Ziel, dass man auch Menschen holt, die nicht unbedingt in die Oper kommen. Und natürlich bauen wir lieber Brücken als Wände. Es gibt so viele Leute, die nur Hindernisse immer wieder bauen. Und wir wollen ein bisschen weiter sehen. Man sagt ja immer wieder, Oper und Pop, das ist so wie Öl und Wasser. Aber also wir glauben ja nicht, weil es sind ja Menschen, die auf der Bühne stehen und es sind alles Musiker und es sind alles Vollblutmusiker. Die Idee ist gut, darum freue ich mich, dass ich da sein kann. Und daher, der Kulturminister hat ohnehin immer die besten Ratschläge. Ist das ein Ratschlag, den ich gerne annehme, heute da zu sein. Song Contest-Teilnehmer fanden sich aber nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Fans im Publikum. Das Schöne an dieser Idee ist, die Opernfans müssen sich heute die Popnummern anhören und umgekehrt natürlich auch. Das ist Cross-Promotion im besten Sinne. Und wenn das Motto irgendwann einmal heißt Rock meets Opera, dann treten wir auch auf.
Was mitunter nicht bedacht wird, auch den meisten Opernstars wurde die klassische Musik nicht bereits in die Wiege gelegt. In meiner Jugend habe ich ausschließlich Popmusik gemacht. Bis zu meinem 17. Lebensjahr hatte ich keinerlei Kontakt zur Klassik. Ich hatte eine Rockband, habe meine Songs selber komponiert, bin in Bars aufgetreten. Ich hatte also ein Leben vor der Oper. Ich bin sicher, die Popkünstler sind sehr glücklich, hier zu sein. Und auch uns macht es viel Freude, einmal eine andere Art Musik zu hören. Ich zum Beispiel liebe Pop und bin gerne heute dabei. Zum Glück gibt es die verschiedenen Sachen, weil wir haben ja auch alle unterschiedliche Geschmäcker. Weil wenn allen das Gleiche gefallen wird, wäre es ja wirklich fad. Es gibt Crossover, wo man eigentlich Pop, arrangierte Musik mit einer klassischen Opernstimme singt. Also das ist auch Pop und Opera, Popera, wie man das in Amerika sagt. Oft werden diese Brücken sogar innerhalb einer Familie geschlagen. Ist Mario Pecoraro doch hauptberuflich einer der Seher? Ja, das macht Spaß sowieso. Schon wenn es mit meinem Sohn machen kann, dann macht Spaß. Das ist eine unglaubliche Challenge. Die klassische Stimme mit einer Popstimme so zu verbinden, das Arrangement so zu machen, dass das wirklich als Einheit rüberkommt. Und da sind wir jetzt schon seit 2 Jahren dran am Arbeiten. Und ja, es ist schön, wenn es dann so ausschaut, dass es, als ob es ganz leicht wäre. Und dass es Spaß macht. Für die Song Contest-Teilnehmer war es mehr als bloß Spaß, viel mehr. I'm speechless. Like ich bin völlig sprachlos. Diese Staatsoper ist eine ganz unglaubliche Kulisse und diese großartigen Künstler, mit denen wir heute gemeinsam auf der Bühne stehen. Ich bin noch völlig unter Schock und wahnsinnig nervös. I was so nervous. I didn't ever know my demons could smile. I got on the stage and I was looking everywhere. Als ich auf die Bühne kam, habe ich nur die vielen Menschen im Publikum gesehen. Das war ein Augenblick, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. And I think it's something that I won't forget in a really long time. Oh my God, my heart was beating and ich hatte ja solches Herzklopfen. Natürlich haben wir auch in Budapest ein Opernhaus, aber dort habe ich freilich noch nie auftreten dürfen. Es war also meine Premiere auf einer Opernbühne. Ja, ich bin überwältigt und es ist einfach, es war eines der schönsten Momente, die ich bis jetzt erlebt habe. Wir haben versucht, diesen Augenblick so gut wie möglich auszukosten, weil wir ganz genau wissen, so eine Möglichkeit hat man nur einmal im Leben. Conchita Wurst hat sie genutzt, um ihr vorjähriges Siegerlied in der Wiener Staatsoper zu singen. Das mit der Conchita war auch ganz großartig, weil sie hat eine tolle Bühnenpräsenz und also man sieht schon, die große Disziplin, harte Arbeit und viel Talent bringen was. Ich finde, dass man unfassbar viel voneinander lernen kann. Also heute hier zu stehen und der Sopranistin quasi an ihr zu kleben und zu sehen, wie sie das technisch macht und wie sie singt, ist unfassbar inspirierend. Und da habe ich wohl noch einiges zu lernen. Beim Grande Finale, bei dem alle zusammen das Trinklied aus La Traviata anstimmten, fehlte Conchitas Stimme aber. Nein, ich war so überwältigt. In meinem Kopf haben sie nur für mich gesungen und das habe ich dann auch so stehen gelassen und so genossen. Es hat ein bisschen gedauert, bis alle 40 Delegationen und ihre Begleiter und ihre Flaggen im Rathaus drinnen waren. Aber da hat dann sozusagen der offizielle Teil der Opening Ceremony stattgefunden. Und musikalisch sind die internationalen Gäste von den Wiener Sängerknaben empfangen worden, gemeinsam mit dem Supera-Chor. Das ist ein Chor mit ganz, ganz vielen Volksschülerinnen und Volksschülern. Und natürlich, wie das zu so einem Event dazugehört, hat es auch wichtige Reden gegeben vom Bürgermeister Michael Häupl zum Beispiel, von ORF General. Direktor Alexander Wrabitz und vom Chef des Song Contest, Chief Executive Supervisor Jon Ola Sand. Freude, schöner Götterfunken. Dass die Moore schwenken.
Beethovens 9. mit Text von Schiller. Sonst sind ja Song Contest Texte meistens von Charlie Mason. Zukünftige Song Contest Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht dabei. Spätestens 2063, wenn der Bewerb wieder in Österreich ist. Frenetischer Applaus von den Musikerinnen und Musikern im Saal. Auch von den Mac-Mix. Ladies and gentlemen, dear Mr. Sand, Bürgermeister Michael Häupl, we are very proud to have you here. Begrüßt really die Ehrengäste, Jonola Sand, General Director of the Austrian Television Corporation, Generaldirektor Alexander Babitz. A very old friend of mine. No, it's not correct. It's not okay. It's not an old friend, it's a long time friend. Not old. Kein alter Freund, ein langjähriger Freund. Klingt charmanter. Dear friends, young friends of our boys' class, it's great to have you and also the young ladies and boys. Liebe junge really Damen great. Und Herren von den Chören, was it's für eine really schöne Eröffnung. To improve our opening proceeding and it's wonderful to hear you. Hat das sehr bereichert, die Eröffnungszeremonie. So proud that we are able to celebrate the 16th anniversary of the Eurovision Song Contest. Wir sind stolz darauf, dass wir das 60-Jahr-Jubiläum hier feiern können und dass so viele Gäste aus den 40 Ländern aus diesem Grund in unsere wunderbare Stadt gekommen sind. Wir hoffen, Sie fühlen sich sehr wohl. Event, Vienna once more has the opportunity to present itself on an international stage as a cosmopolitan modern. Wieder eine Gelegenheit für Wien, sich auf einer internationalen Bühne als kosmopolitische moderne Stadt zu präsentieren. A massive celebration for the people of Vienna as well as our cities and the guests. Wir wollen diesen Song Contest zu einer großen Party für die Menschen dieser Stadt und für unsere Gäste machen. Understanding and peace of tolerance and acceptance. So also is Vienna a city of tolerance. Verständnis, Frieden, Toleranz und Akzeptanz. Das gilt für den Song Contest genauso wie für Wien. Have a great time here in Vienna. I wish you the best success for all the hits. Viel Erfolg an alle Interpreten. Mal schauen, ob manche der Songs hier Hits werden oder nicht. Bürgermeister Michael Häupl. Also der Song von den Mac-Mac ist schon mal ein Hit. ORF to host, thanks to Conchitas ORF-Generaldirektor Alexander Brabetz sagt, er ist stolz nach dem Sieg von Conchita, Eurovision das 60-Jahr-Jubiläum des Song Contests in Wien in Österreich zu feiern. Unforgettable experience for you, the artists, wir wollen diese zwei Wochen zum unvergesslichen Erlebnis machen für alle Delegationen, für die Künstlerinnen und Künstler, für die Presse und für alle Partnerinnen und Partner des Song Contests. Wir wollen eine tolle Show für 5 Kontinente liefern, to be the 60th anniversary die hoffentlich dem 60-Jahr-Jubiläum dieses wundervollen Song Contest würdig ist. Building bridges as motto for this song contest because we from the Eurovision family as wir haben das Motto Brücken bauen gewählt, weil wir von der Song Contest Familie und auch wir vom ORF glauben, dass es besser ist, Brücken zu bauen als Mauern zu bauen. We will build bridges with music in the next days. Sie, die Künstlerinnen und Künstler, wir alle werden in den nächsten Tagen mit Musik diese Brücken bauen zwischen Menschen und dem Publikum in den einzelnen Ländern.
In particular, of course, public service television. Wir wollen mit dieser Show die Kraft des Fernsehens, vor allem des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, zeigen. Nur das Fernsehen schafft es an einem Abend 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu vereinen, die dann mit Musik die Idee von Toleranz, Respekt und Frieden feiern. Song Contest, wonderful days in Vienna and a wonderful final on next Saturday. Thank you. Ich wünsche Ihnen einen schönen Contest, tolles Finale und schöne Tage in Wien, sagt ORF-Generaldirektor Alexander Brabetz. I would just like to say on behalf of the European Broadcasting Union, welcome to all of you. This is the official opening. Im Namen der EBU herzlich willkommen. Das ist die offizielle Eröffnungsfeier der 60. Ausgabe des Song Contests, sagt sein Chef Jan Olasand. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, der Stadt Wien zu danken, so viel Kraft hier schon mal hineinzulegen, diesen Contest zu organisieren. Wunderbare Atmosphäre in der Stadt zu schaffen. Danke auch an den ORF für die Arbeit im ganzen letzten Jahr. Und ich habe ja alle Proben gesehen und ich weiß, was kommt. Danke an alle 40 Fernsehstationen aus ganz Europa, die ihre Vertreter hierher geschickt haben. Ohne sie geht es nichts. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück und vielen Dank. Operachor und die Wiener Sängerknaben. Ja, das war's aus dem Wiener Rathaus. Jetzt ist Schluss mit lustig, weil schon am kommenden Dienstag gibt's das erste Semifinale und da wird aus denen, die da drin noch feiern werden, ja, erbitterte Gegner. So ist es. Und wir begleiten Sie kommende Woche mit dem Eurovision Song Contest Countdown ab Dienstag live in ORF 1 um 20.15 Uhr. Morgen gibt's hier vor dem Rathaus bereits die Eröffnung des sogenannten Eurovision Village. Da gibt's jede Menge Souvenirs zu kaufen und vor allem Public Viewing, die zwei Semifinale und das Finale auf Großbildleinwand. Überhaupt gibt es in den nächsten Tagen im ganzen Land Public Viewings. Feiern wir alle eine große gemeinsame Party. Wo das geht, das steht auf songcontest.orf.at. Aber jetzt schauen wir uns die große Jubiläumsshow an. 60 Jahre Eurovision Song Contest. Ich darf das kommentieren. Ich beam mich mal schnell nach London. Ja, genau so ist es. Wir sagen auf Wiedersehen und nicht vergessen, we are Song Contest. And I'm yours.